Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Risen 2 mit mir, dem Rock. Hey. So, in der letzten Folge, was ist da so passiert am Ende? Ja, wir wollten eine gewisse schwarze Perle holen, waren bei einem gewissen Kater, der die Perle hat, und dann stellte sich erst zufälligerweise hinten aus heraus, dass wir noch mit dem Scheißtypen reden müssen. Ja, wie bekommen wir denn das Ding? Obwohl wir wussten, dass es mit Taschendiebstahl funktioniert. Und haben auf die ganze Zeit auf Taschendiebstahl hinausgearbeitet und dann funktionierte es nicht. Und jetzt musste ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Und jetzt sind wir hier und reden mit Carter. Lust auf Grog? Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Was glotzt du denn so dämlich? Ich hab mich nur gewundert. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. Ja, okay. Darin ist er Profi. So, okay, das hätten wir dann auch schon hinter uns gebracht. Wir werden auch sofort zurück zum Piratennest gehen. Jedoch dachte ich mir, wir hatten ja einen Dialog noch mit... Eine Facecam wäre eigentlich gerade ideal, weil ich rede hier so genüsslich, halte meinen Tee noch so oben kurz vorm Schluck angesetzt. Mir würde noch so ein richtig geiler altdeutscher Schnurrbart fehlen. Aber wir hatten ja noch einen Dialog. Ja, danach, wenn man einen Tee hält. Wegen Essen. Deswegen nehme ich jetzt mal einen Schluck und reden mit dem Malukken, mit dem Sklaven. Ich habe Hunger. Er will nichts mehr essen. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Oh, eingeschnappt. Ne, wir gucken uns noch dann kurz um, wenn wir schon mal da sind. Weil die haben Namen. Und namenhafte Leute kann man doch sicher... Ich habe den Jaguar erledigt. Ich habe den Jaguar erledigt. Den in den Bergen? Das war ein gefährliches Biest. Ich bin beeindruckt. Oh, Ruhe. Ich dachte, wir kriegen jetzt... Oh, irgendwie schmeckt der Tee anders. Irgendwie voll krasse Sachen. Mehr ist nicht zu holen. Boah, was seid ihr denn für arme Schlucker? Tut mir ja schon fast leid, euch auszurauben. Ja, aber wenn nicht mehr geht, dann geht eben nicht. Den anderen Typen hier bei Puerto Sacarico, den haben wir ja schön ausgenommen. Den haben wir ja 200 Gold. Einfach, boah, ich müsste eigentlich mal so ein bisschen risky. Gib mir 300. Vielleicht habe ich ja Glück und er sagt dann daraufhin, so was? Nein! Das kann ich ja nicht bringen. Und anstatt zu sagen, der Deal ist geplatzt. Dass er einfach mal sagt, nein, kann ich nicht machen. Und so, ja, okay, wie wäre es mit den 200? Okay, darüber lässt sich reden. Können wir machen. Und die Sache wäre gegessen. Hust, hust. Ob wir den Fettsack ausrauben können? Ah, da husten. Ja, kann man. Irgendwann. Bestimmt. Wenn wir besser sind. Jetzt aber nicht. Ich will Schlösser knacken lernen. Da müssten wir echt mal bei Lago gucken, weil... Weil? Das nehmen wir mit. Weil, wenn wir ihm jetzt all seine Sachen zurückgeben, kriegen wir 1000 Gold. Ganze 1000. Wir könnten uns dann direkt mal angucken, ob wir Schlösser knacken lernen können. Vor allem, weil wir Gerissenheit schon auf 3 haben, sollte doch irgendwas drin sein, oder? Und deswegen liebe ich die Piranha-Bytes-Spiele, weil das sind Rollenspiele. Um am Anfang weiterzukommen, brauchst du keine Schlagkraft. Die brauchst du gar nicht. Du musst als Charakter vorankommen. Mit schmutzigen Tricks, guten Worten. Oder einfach mit krass gutem Sex-Appeal. Wir haben natürlich alles drei. Wir sind so charmant wie ein Schreckenslord. Ich hoffe, der Vergleich ist gut genug. Oh, meine Stimme, eigentlich müsste man mal das, ein Hals freier wird mit dem ganzen Tee, aber irgendwie gerade klappt nicht so ganz. So,
Zum Glück habe ich meinen Mute-Button, ne? Mein Mute-Button und ich. Boah, das fällt mir noch, wenn ich jetzt einmal, wie jetzt gerade, nachgucken würde. Läuft denn noch alles? Ja, ich halte wieder meinen Tee. Dass dann einfach mal das Spiel abstürzt. Das fände ich voll ekelhaft. Weil ich hätte das schon mal jetzt mit, Risen 2 auch. Die Tage. Und, da habe ich noch alles eingestellt mit OBS. Ja, läuft alles. Wunderbar. Wunderbar, Ski. Und bin halt dafür immer wieder auf den Desktop geswitcht, weil OBS einstellen halt. Und, dann wollte ich gerade die Aufnahme starten. Bäm, Fehlermeldung, Absturz, Absturz, Mayday, Mayday. Alle zu den Rettungskapseln. Ja, dann okay, da musste ich halt nur das Spiel neu starten, ne? Aber in der Theorie könnte mir das ja auch mitten in der Folge passieren. Und je nachdem, wenn ich wenig Pech habe, muss ich einfach nur die Parts dann zusammenschneiden. Dann ist das Übel schon besiegt. Wenn ich Pech habe, stürzt OBS mit ab und die ganze Aufnahme ist futsch. Und bei Spielen ist das ja sowieso, und beim Let's Play finde ich nochmals eine Ecke härter nochmal, dass Sachen nochmal neu zu spielen. Und vor allem zu Let's Play. Aber wenn ich es neu spiele und dann spiele ich einfach die Szene nochmal nach und so, ja, habe ich gerade gemacht. Aber im Let's Play, oh mein Gott, das hätte ich jetzt voll nicht erwartet, dass er jetzt den umbringt. Oh mein Gott, wer konnte das denn ahnen? Und solche Sachen dann, ne? Lago, ich hab deine Sachen. Hier, hast du deine Sachen wieder. Tatsache. Ich hab dir 1000 Goldstücke versprochen, richtig? Richtig. Ich würde sagen, du hast sie dir verdient. War bestimmt nicht ganz einfach, den ganzen Krempel zusammenzutragen. So, das fühlt sich schon viel besser an. Ich will ja nichts sagen, weil ich sehe irgendwie nackt aus. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Schlösser knacken. Was? Ich bin noch nicht gut. Da fehlt uns eins! Ja, ne. Spät. Das finde ich. Dafür. Ja, scheiße, wa? Oh Gott. Wir haben einen Hut. Beine. Nennt mich Captain Nackig! Das ist die Überlegung, starten wir uns hier noch neu aus? Mit dem Gold, was wir haben. Oder machen wir es bei der nächsten Insel? Das ist die Frage, ob wir dann halt auch neue Sachen bekommen. Ich würde mal sagen, ja, komm, das gönnen wir uns. Wir haben uns ja auch die 200 Goldstücke nachträglich nochmal abgeholt. Da können wir uns sicher ein bisschen ausstatten. Ob der schon Kram hat? Zeig, Braut. Ja, okay, hat er nicht, aber ich bin ja offscreen. Nach Puerto Sacarico gerannt und habe ich eine Machete gefunden und diese Machete könnten wir jetzt direkt verkaufen, was wir auch gerade getan haben. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine. So, zeig mal. Ein Hemd wäre schon mal ganz, ganz nice. Streifenhemd oder Hemd? Ja. Hose. Ich weiß nicht, haben wir eine Hose an? Nö. Ah, komm. Wird schon nicht scheiße sein, wenn wir uns ausstatten, ne? Wir haben immer noch 1000 Gold. Das geht also voll fit. Ach, wir sehen. Oh Gott! Also, ich würde jetzt gerne was sagen, wie zum Glück ist die Piratenwelt und dieses Zeitalter nicht so oberflächlich wie das heutige. Hey, 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 warte mal! Was trägst du denn da für einen Hut? Das ist mein Hut! Mein Glückshut! Den habe ich gefunden. Und ich habe ihn verloren. Also, gib mir meinen Hut zurück.
Was zahlst du? Was zahlst du denn? Ein Finderlohn steht mir ja wohl zu. Ha, dir steht gar nichts zu. Gib mir meinen Hut. Der gehört mir. Der Hut gehört jetzt mir. Dann kämpf mit mir darum. Okay. Auf geht's. Kämpfen wir. Dann mal los. Ja, ein guter Pirat flieht nicht. Scheiße, daneben. Dich machen wir kalt. Also nicht kalt, aber wir besiegen dich wenigstens. Der Scorpion würde ich dir deine Waffe wegnehmen. Dich machen wir fertig. Selbst ohne Pistole. Ha! Dachtest du, du könntest wieder eine Konterparade machen, ne? Oh, scheiße, er hat uns getroffen. Ich habe selten jemanden erlebt, der wegen einem Hut so fest zugeschlagen hat. Es ist halt ein Glückshut. Und Glück kann ich gebrauchen. Ja, es ist ein guter Hut. Auch ich habe ihn in einem Kampf gewonnen. Also, was soll's. Jetzt gehört er dir. Tja, hätte er was springen gelassen, hätte ich ihm den Hut überlassen. Ah, der hat den selber geklaut, wie es sich anhört. Deswegen machen wir jetzt einen... Warte mal. Na du, Pirat? Ich wusste, dass du es schaffst. Ich auch. Klar, auf zu neuen Taten. Wie so eine Kindergeschichte eigentlich. Du hast dich mit Morris auf den Kampf eingelassen. Und gewonnen. Nicht schlecht. Schläg den Schwur ab, ich bin mal bereit. Ich lege den Schwur ab. Dann mal runter mit den Klamotten. Ach nee, ich hab die doch gerade erst gekauft. Wir werden heute Nacht einen wahren Teufelskerl in unsere Mannschaft aufnehmen. Jeder, der zu meiner Mannschaft gehören will, muss den Blutschwur leisten. Blutschwur? Knotze, sprich mir nach. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für den Captain. Ich gebe mein Blut für den Captain. Wir teilen unser Blut, unsere Schätze und unsere Feinde. Der Schwur ist ewig. Ein Leben lang und über den Tod hinaus. Willkommen in der Mannschaft. Jetzt trinken wir erstmal einen. Muss ich mich wieder anziehen? Das ist ja gar nicht... Ist ja kalt. Du segelst jetzt mit den Besten. Also, streng dich an, Kleiner. Und? Mag Lola dich noch? Ich glaube, sie hasst mich. Reden wir mal mit jedem. So. Hier, trink mal einen Schluck. Auf die bärtige Jungfrau! Ich schau mal, was die Kombüse so hergibt. Nice! Du bist jetzt dabei. Also, hör auf den Captain und führ deine Befehle aus. Und steh nicht im Weg rum. So sind sie alle, yep. Morris! Ich wette, Lola vermisst mich jetzt schon. Blake? Ja, der ist betrunken. Paddy! Der Alte will einfach nichts über seinen Schatz erzählen. Aber ich werde dranbleiben. Jetzt lass uns hier verschwinden. Wie will immer nur den Colt? Meinst du, wir zwei machen es uns irgendwo unter Deck gemütlich? Hey, nein, ich meinte uns alle. Ablegen, Segel setzen. Aber die Fahrt dauert ja eine Weile. Da findet sich bestimmt eine Gelegenheit. Wo du deine Hüfte ausprobieren kannst. Albert! So, Pirat, ab sofort bist du dabei. Unser Ziel ist die Schwertküste. Wir machen uns bereit zum Ablegen. Als Neuer an Bord hast du die Ehre, den Befehl zum Ablegen zu geben. Was hältst du von dem Neuen? Ist zu gebrauchen. Stahlbart war schon mal leichter zu beeindrucken. Ja, ja, die gute alte Zeit. Ja, ja. Wenigstens reden sie ja positiv über dich. Also, ablegen, ihr faules Landratten. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Los geht's. Bereit machen! Alles bereit machen zum Ablegen! Der auf den Tee. Achtung! Wer gehört, ihr faulen Hunde? In die Wanden! Runter mit dem Fetzen! Klar machen zum Ankerlichten! Ich
Ich würde ja voll gerne auf so ein Schiff mal segeln. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe ziemlich viel Angst vorm Ertrinken. Beziehungsweise Angst, ich habe keinen Bock drauf. Das ist die Art, auf die ich am wenigsten Bock habe zu sterben. So ein Säurebad wird besser. Ah, die Schwertküste! Wie man sie kennt und liebt! Wie wunderbar! Ich habe keine Ahnung mehr von der Schwertküste. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe eine blanke Vorstellung, was hier vorkommen könnte. Sicher bin ich mir nicht. So, da sind wir also. Wenn Crow glaubt, er kann sich hier vor mir verstecken, hat er sich mächtig geirrt. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich wette, die Galgenvögel oben am Turm können uns weiterhelfen. Was ist mit dem Turm? Was für ein Turm? Hast du Muscheln auf den Augen? Da oben, das Ding mit den beiden Halunken drauf. Ich hab schon vom Meer aus gesehen. Mit denen werden wir fertig. Vermutlich. Aber wir sollten uns vorher mit ihnen unterhalten. Wo bleibt mal denn der Spaß? Mal sehen, was sie uns zu erzählen haben. Paddy! Was denkst du? Ich denke, wir sollten uns hier mal umsehen. Wenn wir hier Wurzeln schlagen, bringt uns das nicht weiter. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Wenn es nach mir ginge, sollten wir nicht so viel herumtrödeln. Ich mach doch schon, was ich kann. Ja, aber mach es halt noch ein bisschen schneller, okay? Oh. Wenn sie das beim Sex auch sagen würde. So, erstmal die Kiste öffnen. Meine erste Amtshandlung hier ist, die Kiste zu öffnen. So, da wollen wir hoch. Ist das eine Kiste? So ungefähr. Kommen wir da hoch. Ich würde sagen, hier lang? Spontane Intuition? Ah, wir haben keine Karte, okay. Ja, ach nö, jetzt beginnt das schon wieder. Pulvermohn. Das nehmen wir gerne. Caldera, Dagarigua. So, Schädelblüte. Ich guck mal ganz kurz, ne? Ob er ist. Okay, alles fein. Ah. Sag ich doch, hier geht's hoch. Also hoch mit uns. Da mussten wir echt unsere ganzen Sachen abdrücken und uns erstmal neu ausstatten. Eine Sequenz, ich hab schon wieder Bock auf den Tee. Halt! Abo Sheku! Seit wann kämpfen stinkende Piraten zusammen mit Molukken? Das Einzige, was hier stinken wird, ist deine Leiche, Stahlbart. Kata Obi! Was hat er gesagt? Nur wirst du das nicht mehr erleben, Kleiner. Kapuseku? Kapuseku Bambule. Was sagt er? Vorsicht, alter Mann. Wenn du dich mit uns anlegst, legst du dich auch mit Captain Crow an. Das trifft sich gut. Genau deshalb sind wir hier, ihr Landratten. Genug gequatscht. Machen wir sie fertig. Kata Obi! Patty, was? Er hat gesagt, zuerst töten wir den Idioten, der unsere Sprache nicht spricht. Angriff! Ich mach dich fertig. Ah, Patty und ihre Scherzen. Na, ah, machen wir das wieder im Alleingang. Was? Du schlägst mich? Da kannst du so rumspringen, wie du willst. Da, ein Tritt! Du verlierst dein Gleichgewicht. Wir wurden gestochen. Hör auf, uns zu stechen! Willst du antäuschen? Warte. Oh, die schlagen so unscheinbar zu. Ich weiß nie, wann ihr Angriff beginnt und wann er aufhört. Patty ist tot. Jetzt stirb doch endlich! Ja, du stirbst jetzt auch. Ich sagte, du stirbst jetzt auch. Besiege dich später am Türmchen. Wir kümmern uns um den hier, weil er dreht uns den Rücken zu. Ah, komm, den hauen wir jetzt noch so. Ha! Du bist tot! So,
rausnehmen. Was? Der hat. Ihr wollt mir nicht sagen, dass wir hier Piraten töten, die nur Sand in der Tasche haben. Verdammte Hunde. Machen mit den Wilden gemeinsame Sache. Na gut. Wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind. Sehen wir uns doch mal um. Hier am Turm werden wir unser Lager aufschlagen. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Hm, riech mal. Pesta Takarigua rum. Ich wette, den hat der alte Bus noch höchstpersönlich gebrannt. Und? Was sagt ihr das? Ist doch klar. Die sitzen hier am Ende der Welt und besaufen sich. Kein Wunder, dass wir sie überrumpeln konnten. Geht mit Umperrumpeln, ne? Das kann man wohl kaum Überrumpeln nennen. Ach nein. Und warum waren die nur zu viert? Glaub mir, die haben sich in die Hosen gemacht, als sie mich gesehen haben. Wären sie vorbereitet gewesen, hätte dort ein Dutzend Männer gestanden. Mindestens. Bekomme ich auch einen? Bekomme ich auch einen? Du? Warum? Das Fass ist sowieso schon fast leer. Nein, einer muss nüchtern bleiben. Oder willst du so enden wie die armen Schweine da vorne? Und warum bleibst du nicht nüchtern? Warum bleibst du nicht nüchtern? Was? Der große Gregorio Stahlbart drückt sich vor einem Fass rum? Oh, ich habe einen Ruf zu verlieren. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay, aber wie geht's jetzt voran? Wie machen wir weiter? Crow hat sich Hilfe bei ein paar Wilden geholt. Das heißt aber nicht, dass er den ganzen Stamm kontrolliert. Wir müssen herausfinden, wie viel Einfluss er schon auf die Wilden hat. Was ist mit den Protektoren? Vielleicht könnten die uns helfen gegen Crow. Wie ich die kenne, haben sie sich in Puerto Isabella verschanzt. Eine Sache macht mich ein bisschen stutzig. Wo ist Crows Schiff? Vielleicht hat es die Inquisition versenkt. Das wäre irgendwie logisch, oder? Vielleicht hat es die Inquisition versenkt. Könnte sein. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wenn die Inquisition Crow's Schiff gekapert hat, liegt es vielleicht in Puerto Isabella vor Anker. Das, ja. Ich verstehe dein Interesse an dem Kahn nicht. Stell dir vor, Crow hat die Titanenharpune an Bord seines Schiffes versteckt. Dann wäre sie jetzt in den Händen der Inquisition. Nicht unbedingt. Ein Pirat wie Crow versteht es, einen Schatz so zu verstecken, dass keiner ihn findet. Okay, das sind ja alles schöne Geschichten, aber was tun wir jetzt wirklich? Du hast nun die Wahl. Aber bedenke, dass es dein weiteres Geschick stark beeinflussen wird. Entweder wir sehen nach, was Crow bei den Eingeborenen anstellt, oder wir suchen sein Schiff bei der Inquisition. Die erste größere Entscheidung, denke ich mal. Wobei, die Entscheidung ist für mich persönlich eindeutig, weil ich habe ja gesagt, ich will mal was anderes machen. Das wäre die Muskete. Und die lernen wir sicherlich bei der Inquisition und nicht bei den Wilden. Deswegen, ja. Was erwartet uns bei der Inquisition? Die Stadt Puerto Isabella liegt im Süden, an der Küste. Die Protektoren werden die Stadtmauern bewachen und Patrouillen werden das Umland erkunden. Wenn wir dahin wollen, folgen wir also der Küste. Ganz genau. Doch wir müssen vorsichtig sein. Und jetzt helfen gegen Crow? Und du meinst, die helfen uns gegen Crow? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen sie nur davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie sind brillante Scharfschützen, mein Junge. Von ihnen könntest du den Umgang mit Schusswaffen erlernen. Genau deswegen. Ein gut ausgebildeter Schütze ist ein gefürchteter und mächtiger Gegner. Ja, da gehen wir hin. Hier lernen wir Voodoo, das kann ich euch jetzt sagen. Lass uns Crow's Schiff bei der Inquisition suchen. Wie du willst. Ich werde dir zeigen, wie man nach Puerto Isabella kommt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Na Sigi, los geht's. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Auf nach Puerto Isabella. Hier entlang. Oh, was ist denn das? Rum. Ein schöner Rum, aber ehrlich will ich erstmal hier looten, ne?
Man kommt nicht oft hier vorbei, um was zu looten. Egal. Rohes Fleisch, rohes Geflügel. Warum ist hier alles roh? Ist mir egal. Ist mir egal. So, ein Rock von dem noch. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Bald. Bald lernen wir es. Sicherlich. Bestimmt. Oh, schau. Los, komm schon. Hier sind Tiere. Die kann man sicher braten, ne? Ne? Tatsache, probieren ist immer gut. Denn die heilen mich und das tut gut. Und hier ist nichts Besonderes. Ha, meins. Als müsste man sich schon fast keine Patronen kaufen. Wobei ich will abwarten, wie es aussieht, wenn wir... die Muskete bekommen. Wenn wir ein Scharfschütze werden. Hier gab es doch schon die Musketen, oder? Da, hier gab es schon die Musketen, bin ich mir sicher. Los. Krallenaffen! Natürlich hauen sie mir auf die Backe. Ha, Multikill, was habt ihr gemacht? Nichts, ihr seid Lappen. Sieht schön aus, ne? Hat jedenfalls einen sehr schönen Effekt. Obwohl die Sachen, die... Da! Guck dir die Scheiße an! Da geht's schon los! Was ist los? Ah, Feuervögel! Ich hasse diese Biester! Die sind verdammt hartnäckig! Ach komm, das geht! Ach komm schon, die schaffen wir! Ah, wir kommen eh nicht drum herum. Wir müssen über die Brücke. Also schön zusammenbleiben und keine Heldentaten, klar? Los geht's! Ja, greif du mal an. Ich hoffe, sie machen ihren Namen keine Ehre und spucken kein Feuer. Oh, sieht gefährlich aber danach aus. Patty, hau mal, tank mal, mach einen Spot. Es hat mich gestochen? Also irgendwo verstehe ich es ja, aber es hat mich gestochen. Jetzt stirb doch! Ja. So, kann ich auch. Ich denk mal, beziehungsweise ich bring's in Position. Ja, ihr müsst dann auch weiter drauf hauen. Das heißt nicht, wenn ich mich taktisch positioniere, dass ihr euch zurücklehnen dürft. So, Stallbart. Die Chicken Wings sind durch. Und dort. Also geht's weiter damit. Auf geht's. Auf geht's, mein Junge. Bah, Feuervögel. Ich hasse diese Biester. Die sind doch tot. Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Ja, nichts wie weg hier. Angst, Bart. Stahlbart. Mein Name ist Bart. Stahlbart. Oh, Pulvermond. Bleib hinter mir. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Das erste, was ich machen werde, ist mir. Drüben im Westen. Siehst du das? Den Weg sollten wir meiden. Da sind mit Sicherheit schon die ersten Vorposten der Inquisition. Wir bleiben besser auf Kurs und gehen an der Küste entlang. Komm schnell, wir gehen weiter. Ja, Westen ist da, ne? Da nicht. Okay. Dabei sind wir doch von der Inquisition, oder etwa nicht? So, hier wird's jetzt schwierig. Ja? Warum? Es gibt hier zwei Wege zur Stadt. Doch weiß ich nicht mehr genau, welcher davon zum Nordtor der Stadt führt. Wir können weiter nach Süden oder durch diese Hülle da drüben. Aber die würde ich nur ungern durchqueren. Warum? Was stimmt nicht mit der Höhle? Da gibt es Ratten. Und ich hasse Ratten. Och, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, wir gehen durch die Höhle. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Aber wie du willst, folge mir. Ja, gehen wir Ratten jagen, du Ratte.
Wahrscheinlich werde ich es selbst noch bereuen und sind irgendwie, ich weiß nicht, so 10 Meter Ratten. Wie der Rattenkönig. Ich weiß nicht, was der Rattenkönig in Dark Souls 2. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hörst du das? Ich fürchte, hier gibt's noch viel Schlimmeres als Ratten. Wollen wir nicht doch besser der Küste folgen? Alles geht. Komm schon, wir gehen weiter. Na gut, aber ich fürchte, wir werden es bereuen. Ein mieses Gefühl, sagt der Mann. Vielleicht will er uns einfach abbringen und in Wahrheit ist hier irgendwie... Oh Gott! Zum Strand, zum Strand! Das wollte ich gar nicht angreifen, sondern den hier. Warum greifen mich beide an? Sterbt, endlich sterbt, endlich sterbt. Greif, hör auf mich anzugreifen. Enttäusch mich nicht. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ja. Wenigstens bringt ihr irgendwie Geld ein. Ich will doch umkehren. Ich habe mich umentschieden. Ich will nicht gegen diese Viecher kämpfen. Wir gucken jetzt aber mal zu. Guck mal, die geben gute XP. Und an der Küste dürften wir wahrscheinlich gegen Riesenkrabben und keine Ahnung was kämpfen. Verdammt, ich hab's doch gewusst. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir zur Westseite der Stadt. Wir müssen aber über die große Brücke da hinten. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob Crow's Schiff im Hafen vor Anker liegt. Ja, okay, er hat ja nicht mal Angst, gehen wir zurück. Dann lass uns doch lieber wieder zurückgehen und der Küste folgen. Gute Idee. Schnell weg hier. Der hat davor irgendwas Schiss, oder? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber das war's auch jetzt mit der Folge schon, ne? Deswegen, bis bald.